So, ich möchte noch mal kurz für die neuen Gesichter, die ich heute sehe, da freue ich mich auch, dass doch einige neue Gesichter da sind, noch mal vielleicht was Grundsätzliches sagen. Warum sind wir überhaupt hier? Oder warum glaube ich überhaupt, oder glauben wir überhaupt, dass es nötig ist, mal seine Stimme zu erheben und was zu sagen? Und eigentlich ist diese Frage an sich ist eigentlich schon frech. Alle 6,5 Sekunden verhungert ein Mensch. Drei Viertel davon sind Kinder. Das ist Krieg. Das ist indirekter Krieg, den wir immer haben. Und den finanzieren wir hier, dadurch, dass wir Produkte von Konzernen kaufen, denen das scheißegal ist. Dass wir die Produkte von Nestle kaufen. Nestle hat vor, das Wasser zu privatisieren. Das sind einfach Dinge, wo wir einfach aufpassen müssen. Und letzten Endes ist es einfach so unglaublich wichtig, dass die Menschen das wissen, dass die Menschen, die hier flanieren, das mitbekommen. Ich weiß auch nicht, wie man sie erreicht. Ich habe wirklich schon alles versucht. Ich mache das jetzt schon ein paar Jahre. Ich habe mich anfangs ganz allein mit einem Megafon auf die Fußgängerzone gestellt und den Leuten einfach meine Meinung gesagt. Da gibt es einige Videos von auf YouTube. Ist ganz interessant. Ich nenne die immer Weckruf im Zombieland, weil die Leute wirklich wie Einkaufszombies an mir vorbeigehen und überhaupt nicht mitkriegen, was ich da sage. Beziehungsweise das Ausblenden. Wahrscheinlich sollte ich Freibier rufen oder Fußball olieren, da würden die Leute mir zuhören. Und solange das so ist, solange diese Ignoranz so massiv ist, solange die Menschen sich in Massen nur bewegen, wenn sie Bier saufen und Fußball gucken können, solange die Menschen sich nur in Massen bewegen, wenn es irgendwo eine extrem niveaulose Vergnügung gibt, oder solange die Leute einen Film, der Volltrottel heißt oder so, besser finden als irgendeine Dokumentation, weil sie da ja nicht nachdenken müssen. Solange das Hamsterrad die Menschen so erschöpft, dass sie dann sich abends vom Fernseher entspannen müssen und diese ganzen Botschaften schön in ihr Unterbewusstsein gehen, solange müssen wir einfach die Stimme für die Menschen sein, die wegen uns auf dem anderen Ende der Welt verhungern. Denn wir sprechen hier für die Menschen, die hier nicht sprechen können. Wir stehen hier zum Beispiel auch für den ukrainischen Jungen, der letzte Woche erschossen worden ist, weil er ein St. Georgs-Bändchen getragen hat. Wir stehen hier für die Frau in der Ukraine, die bei dem Luftanschlag zerfetzt wurde. Ihr kennt die Bilder alle. Mittlerweile übernimmt das amerikanische Militär die Atomstützpunkte in der Ukraine und reaktiviert die. Warum wohl? Natürlich, damit sie die Uranmunition, die sie dann über Russland verschießen wollen, nicht so weit fahren müssen. Ist ja wohl logisch. Leute, wir müssen extrem aufpassen. Das ist gerade sowas von krass. Die militärischen Streitkräfte ziehen sich um die Ukraine zusammen. Hier in Deutschland wird ein Krankenhaus ausschließlich für GI-Soldaten gebaut, finanziert von unseren Steuergeldern übrigens, natürlich wie sonst. Drohnenangriffe starten hier von diesem, also starten nicht, aber werden hier von diesem Land gelenkt, völlig an Recht und Gesetz vorbei. In unserem Grundgesetz steht ganz klar, das darf man nicht, aber Amerika darf das seltsamerweise. Und solange irgendwie ein Land, das eine derart aggressive Außenpolitik hat, wie Amerika, und ich bin nicht Amerika-feindlich, bitte versteht mich nicht falsch, Amerikaner sind Menschen wie wir, die protestieren da genauso gegen. Die Occupy-Bewegung hat in Amerika begonnen, das sollten wir nicht vergessen. Die kritischen Menschen sind auch da auf der Straße. Aber solange die Menschen in ihren Hütten und Palästen da so frei agieren können, solange müssen wir hier die Stimme sein für die Menschen, die keine haben. Und deswegen freue ich mich auch immer, dass so viele hier sind. Und auch wenn wir hier Diskussionen haben, auch wenn wir uns vielleicht manchmal in Details verlieren, auch wenn wir manchmal, während wir das Mikrofon in der Hand haben, merken, oh, das, was ich gerade sagen wollte, ist gar nicht so toll. Das ist nicht schlimm. Letzten Endes, es geht hier nicht darum, dass wir irgendwie die neuen Politiker werden oder die neuen rhetorischen Superhelden, sondern einfach, dass wir Menschen einfach wieder eine Stimme haben und dass Meinungsfreiheit hier auch wieder reell ist. Denn haben wir wirklich Meinungsfreiheit? Haben wir die? Ihr wisst ganz genau, was mit den Mahnwachen passiert ist, was man über uns sagt. Letzten Endes heißt das, du darfst deine Meinung sagen, aber dann lebt mit den Konsequenzen, dass man dich mit Rufmordkampagnen überzieht, dass man dich in den Schmutz zieht, dass man dich in politische Ecken drängt, in denen du noch nie warst und wo du auch niemals gewesen sein wirst. Das ist keine Meinungsfreiheit, das ist irgendwie so eine Pseudo-Meinungsfreiheit. Das ist so, ja klar, ne? Du darfst das alles sagen, aber leb dann mit den Konsequenzen. Und dann werden dann Menschen wie Jutta Dittmund aktiviert, die Jutta, die Menschen machen auf, Faschist. Leute, das ist so stumpf, das ist so blöde und ich verstehe das gar nicht. Warum
Das frage ich mich irgendwie. Warum dringt denn dann dieses Ditford-Bashing, warum dringt das denn dann zu den Menschen durch und nicht das, was wir hier sagen? Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich verstehe das nicht. Und vielleicht liegt es daran, dass wir so geil darauf sind, Angst zu haben. Ich sage das jetzt mal ganz bewusst so. Wir finden doch alle die Schlagzeilen total geil irgendwie. So, ah, wieder 20 Tote in Odessa, ne? Und dann in riesengroßen Lettern auf der ersten Seite der Bild-Zeitung. Boah, geil, ich habe irgendwas, wovor ich Angst haben kann. Und was machen wir dann mit dieser Angst? Diese Angst, die sperren wir dann irgendwie in uns ein und der Nächste, der uns irgendwie blöd kommt, der kriegt diese Angst dann geballt ins Gesicht gedonnert, halt's Maul, du Faschist, irgendwie sowas, das ist nicht mehr wahr. So wie wir manipuliert werden, so wie wir gesteuert werden, über unsere Emotionen, über unsere Ängste, wir sind eigentlich gar nicht mehr selber Herr über unsere Emotionen. Da steht irgendwas in einer Zeitung und das steuert, wie ich mich in dem Moment fühle. Das müssen wir uns mal vor Augen halten. Also seid mal ein bisschen vorsichtig, was ihr lest. Und vor allem auch diese Werbung zum Beispiel. Ich habe eine Zeit lang in Mittelfranken gewohnt, in so einem Dorf mit 70 Einwohnern. Das war total irre. Ich habe mich ganz merkwürdig gefühlt und mir fiel erst nach einem halben Jahr auf, woran das liegt. Ich habe keine Werbeplakate mehr gesehen, weil die gab es dann nicht. Und überall, wo ich hinkicke, schreit es mich hier in Neonfarben an. Kaufe, konsumiere, denk nicht nach. Zieh deine Kinder groß. Fall nicht auf, guck Fernsehen und jetzt alle im Chor, ich bin frei. Ja, danke schön, vielen herzlichen Dank dafür. So eine Freiheit kann ich ehrlich gesagt verzichten. Und deswegen sind wir einfach hier, weil wir ganz genau sehen, sobald wir uns ein bisschen größer machen, da stoßen wir an die Maschen des Gitters, der uns umgibt. Und dann sagt man uns auch, stell doch den Stuhl deiner Gefängniszelle mal in die Ecke, dann sieht es auch viel schöner aus, dann machen wir das. Und dieser Stuhl, das ist dann vielleicht ein neues Auto, das wir uns kaufen, damit können wir in unserer Gefängniszelle schön von A nach B fahren und uns dann gegenseitig erzählen, wie schnell unser Auto fahren kann und so, ganz toll. Aber letzten Endes, das ist einfach alles nur hohl. Und irgendwann kommen wir alle an den Punkt, wo wir ein bisschen älter werden. Und ich habe in der Altenpflege gearbeitet und ich weiß, wo die Leute dann landen. Ich weiß, dass die Leute dann Pflegesätze von teilweise bis zu 2000 Euro im Monat zahlen müssen, nur für eine Grundsicherung, um dann von völlig überarbeiteten Menschen versorgt zu werden, völlig ohne Liebe behandelt zu werden, und die Verwandten von denen, die lassen sich dann meistens auch nicht so blicken. Das heißt, die Institution Familie, die hat man hier in Deutschland eigentlich schon ziemlich kaputt gemacht. Wisst ihr eigentlich, wie das in Frankreich, in Italien aussieht, wenn es so Proteste wie hier gibt? Da sind innerhalb kürzester Zeit 500.000 Leute auf der Straße, weil die Institution der Familie, also dieses Zusammenhalten, da noch da ist. Und das haben wir hier in Deutschland irgendwie verloren. Wir sind irgendwie so Single-Haushalt, 2,5 Kinder, irgendwie Karriere, Karriere, Karriere. Ach, ich muss ja zwischendurch ein bisschen leben. Na, jetzt bin ich leider zu alt und zu krank dafür. Egal, mach ich's nächste Mal. Das kann so einfach nicht weitergehen. Und wenn, und jeder von uns hat die Möglichkeit, das sofort zu beeinflussen, indem er sein Konsumverhalten ändert und einfach mal versucht, diese Konzerne zu meiden. Das bedingt natürlich ein bisschen Verzicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn dafür, dass ich auf, was weiß ich, irgendwelche meine Lieblingschips verzichte, die Welt ein kleines Stück besser wird, dann muss ich sagen, mache ich das gerne, und vielleicht kriegen wir dieses Bewusstsein auch in die anderen Menschen. Und ein weiterer wichtiger Schritt ist, ehrlich mit den Menschen darüber zu sprechen. Das ist voll irre. Wir sind ja jetzt in diesem Protestcamp und haben einen Infostand, die Leute kommen vorbei. Jeder, der anhält, ist mit uns nach spätestens 5 Minuten einer Meinung. Jeder. Ich habe letztens Pommes gekauft gestern in diesem komischen Laden da, Osten. Irgendwie, da kostet eine Pommes 6,50, aber wir hatten da nichts anderes zu essen. War auch scheiße, aber ich habe es dann gemacht, und sogar nach 5 Minuten hatten wir eine extrem heftige politische Debatte mit diesem Pommesverkäufer, und er meinte dann, boah, voll scheiße, ich muss mir die ganze Zeit hier dieses Public Viewing reinziehen, ich kann es nicht mehr hören, meine Verwandten in der Ukraine interessiert keinen, und wenn ich noch einmal das Wort russische Separatisten höre, dann flippe ich aus. Also das ist Wahnsinn, was uns hier gerade geboten wird. Und jeder von uns hat einfach die Möglichkeit, das alles ein bisschen zu reduzieren. Und wir müssen einfach mal gucken. Jeder sollte sich einfach mal die Frage stellen, inwieweit kann ich vielleicht mein Arbeitspensum vielleicht ein bisschen einschränken. Vielleicht keine 40-Stunden-Woche mehr, sondern vielleicht eine 35-Stunden-Woche machen. Wer lange im Beruf ist und eine gute Position hat, der kann das ohne weiteres machen. Und sich einfach mal Zeit für sich nehmen und dann einfach mal sehen, was kommt dann dabei raus? Und deswegen ist auch diese Sache, die wir jetzt unten an der Weseler Werft machen, so wichtig,
Denn da könnt ihr wirklich einfach mal erleben, wie das einmal ist, in der Gemeinschaft zu sein, weil es ist wirklich interessant da. Es ist, jeder wird herzlich aufgenommen, es ist wirklich wieder, es ist eine Familie. Ne? Wir sind da jetzt gerade 20 Leute, aber es wechselt dauernd und jeder ist sofort ein Familienmitglied. Einmal können wir da wieder erleben und spüren, wie das ist, in der Gemeinschaft zu sein, wenn man sich aufeinander verlassen kann, wenn man sich untereinander hilft und außerdem auch mal merken, wie das denn ist, wenn man sich mal ein paar Tage rauszieht. Ein paar Leute haben sich ein paar Tage Urlaub genommen, sind teilweise von weit angereist, um extra zu uns zu kommen. Und einfach mal ein paar Tage nicht die Seele baumeln lassen, aber sich wirklich ausschließlich mit diesen Sachen zu befassen, mit denen wir uns jetzt nur hier befassen, weil uns die Matrix nicht mehr Zeit lässt dazu. Und dann merkt man auf einmal, dass man auf einmal automatisch auf Lösungskonzepte, auf Ideen kommt, weil wir haben die Ideen alle. Ich könnte euch mit so vielen Lösungskonzepten zubomben, die, also ich habe die auf meiner Webseite hier alle gesammelt, aber das ist, jeder muss dann selber das finden, was ihn interessiert. Zum Beispiel diese Sache mit dem öffentlichen Kühlschrank, total geile Sache. Dann gäbe es hier die Möglichkeit, Transition Town Bewegung gibt es hier. Wir möchten da einen mobilen Garten aufbauen, wo wir dann, ist jetzt ein bisschen spät im Jahr, aber einfach so als Symbol, dass wir da irgendwie ein paar Kartoffeln ziehen oder so. Einfach, dass wir zeigen, was man wirklich machen kann. Denn eine Stadt hat ein Riesenpotenzial. Was ist eine Stadt momentan? Eine Stadt ist eine ziemliche Asphaltwüste. Und ein Konsumtempel und hier letzten Endes auch ein Finanzzentrum, aber wir haben ein unglaubliches Potenzial. Eine Stadt ist ein, kann man wie so ein Mikrokosmos bezeichnen. Das Witzige ist nur, dieser Mikrokosmos kann sich in der Regel nicht selber ernähren, der muss seine Nahrungsmittel von weit her holen, meistens dann teilweise auch von auswärts, was dann wieder unglaubliche Ressourcenmengen beim Transport bedingt. Die Lagerhaltung findet heutzutage sowieso auf der Autobahn statt, was völlig irre ist. Das heißt, wenn wir mal irgendwie, nehmen wir mal gesetzt den Fall, wir hätten auf allen großen Zubringerautobahnen zu Frankfurt einen schweren Verkehrsunfall mit Vollsperrung zur richtigen Tageszeit, dann sind die Supermärkte ein paar Stunden später relativ leer. Weil das ist alles sehr fragil, das System. Und das kann einfach nicht sein. Eine Stadt hat auch in sich drin genug Anbaufläche. Man kann zum Beispiel vertikal an den Wänden Nahrungsmittel hochziehen durch vertikales Gärtnern. Das heißt, wenn wir die Ebene, die Höhe mit einberechnen, wovon wir hier wirklich genug haben, dann sehen wir, dass auf einmal sogar in einer Stadt Anbaufläche genug ist. Da braucht man noch nicht mal die Flächen außerhalb. Ich meine, man könnte, es gibt Konzepte im Internet, man kann aus so einem fetten Gebäude wirklich einen Vertical Farm Tower machen, wo dann außen so Lifte dran fahren, dass du wirklich ernten kannst. Irre, ist auch für das Stadtklima total irre, lässt sich auch relativ günstig umsetzen, aber das sind halt alles Sachen, da würden wir ja in die Selbstverantwortung kommen. Und genau das ist es nämlich, warum wir so eine Angst haben, warum wir nicht in die Verantwortung kommen. Wir sind abhängig, wir hängen am Tropf, wir hängen wirklich am Tropf. Wir hängen am Tropf der Supermärkte, wir hängen am Tropf der Mobilölkonzerne. Wenn die Tankstellen zu haben, kommen wir nicht zur Arbeit. Wenn wir nicht zur Arbeit kommen, haben wir kein Geld mehr. Wenn wir kein Geld mehr haben, können wir uns nichts zu essen kaufen. Oh, das ist aber ziemlich schwierig. Das heißt, wir kommen relativ schnell an den Punkt. Strom ist noch ein ganz anderes Thema. Wenn die Stromkraftwerke irgendwie sagen würden, oh, die Bevölkerung wird uns jetzt ein bisschen ungünstig, wir drehen mal den Saft ab, dann haben wir spätestens nach einem Woche nur noch Matsch im Kühlschrank und haben wirklich massives Problem, weil wir auch gar keine Vorratshaltung machen können, weil die Produkte auch gar nicht so ausgelegt sind und wir auch gar nicht die Räume, die Möglichkeiten dazu haben in der größtenteils in der kleinen Wohnung. Also, das heißt, wir befinden uns eigentlich in einer hochdramatischen Situation und noch dramatischer wird das deswegen, weil um Deutschland herum die einzelnen Länder mittlerweile wirtschaftlich kollabieren. Wir haben es in Griechenland gesehen, wir haben es in Spanien gesehen, wir sehen es gerade live in Italien und dann sehen wir noch dann diese gezielten Konflikte, wie sie jetzt in der Ukraine sind. Und das ist auch, das hat eine Dimension. Ich habe jetzt letztens nochmal Aufnahmen gesehen. Die Menschen, diese Junta in der Ukraine, die laufen da mittlerweile mit SS-Uniform am hellen Tag über die Straße. Die fahren in Autos mit Hakenkreuzen drauf. Da hängt die Hakenkreuzflagge am Rathaus neben der Europaflagge. Im Parlament grüßen die sich mit Hitlergruß. Und unsere Regierung sagt, das ist demokratisch. Das ist aber mal sehr merkwürdig. Als Deutschland das letzte Mal demokratisch gefunden hat, da haben wir uns aber alle nicht sehr gefreut. Und die Menschen, die darauf hinweisen, sind dann auf einmal Neurechte. Das ist sehr merkwürdig irgendwie. Und da erkennen wir einfach dieses, perfide. Es ist einfach nur pervers. Und ich finde es auch langsam einfach nicht mehr witzig. Und ich versuche eigentlich immer einen sanften Ton einzuschlagen, aber ich kann auch langsam Menschen wie Ken Jebsen erzählen, die sich einfach wirklich mal stellvertretend für uns alle auskotzen und auch jedes Recht dazu haben. Wir dürfen das eigentlich alle tun. Aber nehmen wir doch mal diese Wutenergie
die wir vielleicht haben, diese Empörung, diese gerechtfertigte Empörung, und nehmen diese Energie einfach und machen daraus vielleicht was Sinnvolles. Und deswegen kann ich euch wirklich alle nur einladen, einfach gleich in einer Viertelstunde nach den letzten Redebeiträgen, oder sagen wir mal, wir können auch ein bisschen überziehen, in 20 Minuten oder halben Stunde, wir sind noch ein paar Leute dran, einfach mit uns runterzukommen, einfach mal dieses die Atmosphäre, die wir da unten mittlerweile jetzt nach einer Woche geschaffen haben, ein bisschen mit euch aufzunehmen und uns einfach nochmal alle ein bisschen kennenzulernen, ein bisschen zu quatschen und einfach mal zu schauen, wie die uns einbringen können. Denn es wurde uns zum Beispiel auch der Vorwurf gemacht, das fand ich sehr witzig, die Montagsdemos wären installiert von der NWO, um die Protestkultur in Deutschland letzten Endes ad absurdum zu führen, weil wir haben ja keine Inhalte, wir haben ja keine Lösungen und wir nehmen die Empörung aus den Menschen raus, indem wir ihnen montags ein Ventil geben und dann ist den Rest der Woche alles in Ordnung. Solange wir das aber so sehen, werden wir nichts erreichen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das jetzt 24 Stunden rund um die Uhr jeden Tag. Und ich hoffe einfach, dass ich jeden von euch einfach mal da sehe. Es wäre wirklich schön. Es ist eine tolle Sache. Und ich sehe, wir haben auch viele Unterschriften schon zusammenbekommen. Da danke ich euch allen mal für. Und ja, das ist meiner Meinung nach die nächste Stufe, die man gehen kann, dass die Menschen, dass wir unsere Freizeit, die wir haben, einfach mal dafür nutzen, uns an Orten zu treffen, die dafür da sind, dass wir gemeinsam was planen oder einfach nur auch gemeinsam eine nette Zeit zu verbringen. Wir haben jetzt diesen Ort für euch in Frankfurt stellvertretend erstmal errichtet. Und ja, dann können wir einfach mal gucken, was daraus wird. Das ist jetzt auch erst 7 Tage alt. Also wir haben aber auch schon einige Sachen erarbeitet. Das ist relativ produktiv. Und ja, jetzt habe ich einen Faden verloren. Egal, gut. Ich wollte euch einfach nur nochmal herzlich einladen, einfach mit uns, dass diesen ganzen Protest nochmal, oder nicht Protest, diese, ich würde es mal sagen, ich betrachte es immer so ein bisschen, wir müssen die Menschen um uns herum eigentlich inspirieren. Wenn wir das schaffen, so inspirativ tätig zu sein und den Menschen irgendwas zu geben, wovon sie begeistert sind, ey, das ist doch eine geile Idee, dann schaffen wir es. Aber dann sage ich mir doch, Moment, wir haben doch eine geile Idee, Weltfrieden. Ey, eigentlich, wenn ich das Wort Weltfrieden höre, dann müsste ich eigentlich in Jubel ausbrechen. Eigentlich müsste das der Begeisterungsding schlechthin sein. Weltfrieden, geil! Yeah! Ja, geil, Weltfrieden, ne? Aber scheint irgendwie für manche relativ uninteressant zu sein. Aber das ist auch nur aus dem Grund, weil hier noch nicht geschossen wird. Und ich male nicht gerne den Teufel an die Wand. Aber wenn das in der Ukraine jetzt wirklich so weitergeht, dann wird hier vielleicht nicht geschossen, aber dann fliegen die Bomber auf jeden Fall hier drüber und laden in der Ukraine ab und tanken wieder auf. Das heißt, wir sind auf jeden Fall dann wieder mittendrin. Das heißt, wir haben dann auch noch die Möglichkeit, dass hier wirklich aus, also nicht diese terroristische Bedrohung, die irgendwie so in den Medien so, also das ist ja, dieser Krieg gegen den Terror ist ja auch irre. Aber das Witzige ist, die Menschen, die angeblich Krieg gegen den Terror führen, erzeugen diesen Terror dadurch, dass sie diese Kriege führen, die diese Separatistengruppen erzeugen, die dann zu den Mitteln des Terror greifen. Denn Terror, terroristische Anschläge möchte ich nicht gutheißen, aber das ist immer eine Waffe der Schwachen und Verzweifelten. Das müssen wir uns doch mal vor Augen halten. Warum sind Menschen auf dieser Welt so verzweifelt, dass sie meinen, das Einzige, was ich noch machen kann, ist mir Dynamit umzubinden und mich in die Luft zu sprengen. Und wenn wir uns das mal vor Augen halten und dann nicht in spätestens in dem Moment schlagartig wach werden und denken, oh mein Gott, ich muss was unternehmen, dann wage ich die Hoffnung langsam aufzugeben. Aber ich weiß, dass das bei euch nicht so ist. Und deswegen möchte ich euch alle einladen, gleich mit uns an die Weseler Werft gemütlich runterzugehen. Und jetzt haben wir hier noch Redebeiträge vorbereitet. Danke für eure Aufmerksamkeit. Okay.